Ja, Peter, ich hab mich mal Biber. Ich bin Biber. Ja, jeder Fall wieder ein ganz anderes Video. Ich war gegen die gute Geschichte, Leute. Ich will ja, so wie ich ein Video oder mal in einem Video mal erwähnt habe und angekündigt habe, dass ich mal zeige, wie so ein Geschichte-Umhänge aussehen. Das heißt, wenn ich ein Geschirrtu über Schulter habe, wie ich aussehe, Leute. Ja, ich werde euch alles sagen, warum ich es mache, für was ich es mache und ob ich es überhaupt mache. Ich werde euch alles sagen. Und ja, ich will mal sagen, ich lege mal direkt los und besorge mich dann rum. Und dann ihr macht mir mal das Thema. So, jetzt wollen wir mal. Geschirrtu, aber also mit beschreiben kann ich mal, Leute. Also ich bin blau, ja, weiß ich bin, und ist auch eine Zugabe, so Rock, den war drauf. Ich kann nicht mehr lesen, was der Haupt ist, aber auf jeden Fall ist der auch ein Ungehersteller, Leute. Ja, weil ich ein S-Ungehersteller und ich habe gezeigt, Besuch, Leute, ja. Ich habe einfach angegeben, Geschirrtu Tauben, ja, weil so halten die auch, Leute, Taubengeschirrtücher. So, dann habe ich ja angegeben, und dann war Katle die Seite, wo ich den Geschirrtu bestellen kann oder kaufen kann. So, und der Blöcke haben mich, Leute, wenn man so ein Geschirrtu haben will, ja, muss man eine Anfrage schicken, das heißt, ich brauche den Nachweis, dass du Kunde bist, Leute. Ja, weil ohne die Anfrage kann man einfach nicht bestellen, Leute. So, und deswegen muss man einfach auf die Zeige gehen und einfach die Anfrage anschicken, ja. Und so können wir entscheiden, ob du so ein Geschirr bekommst, ja, oder nicht, Leute. Also für mich ist es sehr komisch, ja, weil eigentlich keine Webseite, wo man Anfragen schicken will und bestellen muss, Leute, ja. Finde ich ehrlich gesagt komisch. So, jetzt ist es für mich schwer, Leute. Der hat 30 Euro gekostet. Ich finde 30 Euro für ein Geschirr bisher okay. Klar ist, wenn ich die lange haben will und mal umhängen will, dann hat die ja. Ja, das heißt, ich bin nicht ein Abtrocknen mit dem Geschirrspiel oder mit dem Putzen, ja, sondern ich hänge es mal um, Leute. So. Und ich finde, ich sehe das mega cool, Leute. Allein, wenn ich über Schulter habe und mich dann raue T-Shirt anhabe und dann gerade die Hose, finde ich sie mega cool, Leute. Ich fühle mich aus wohl mit dem Geschirrspiel. So, jetzt kommen wir mal zum Thema, warum ich eigentlich Geschirrtu umhänge. Klar, ich mache es nicht, weil mir warm ist oder weil mir kalt ist, sondern ich mache es, weil das mein Hobby ist, Leute. Ich habe in allen Videos immer ein Handtuch oder so Geschirrtu umhänge gehabt, Leute. So, und jetzt mache ich nicht, weil mir kalt ist, weil mir warm ist, sondern ich mag das, weil ich gut finde, ja. Allein das Gefühl mag ich so, Leute. Ja. Und ich finde, ich sollte öfter machen, Leute, weil Hand um Hand ist ja mein Leben, Leute. Ja. Klar, ich, der andere klingt anders, Leute. Ja. Aber ihr könnt mir mal in den Kommentaren schreiben, wie ihr das Finger da ist, so Geschirrtu umhängen habe. Ja. So sieht man das Zeige auch, ich finde sie sehr cool, Leute. Ja? Ja, weil von hinten sie gehen mega cool, Leute. Ja? So. Weil, allein wenn ich in den Sommer gehe, sie gehen so cool, Leute. Weil, es gibt für mich gibt nichts Schlimmeres, als man ein Handtuch oder ein Geschirr über Schulter hat, Leute. Ja? Ich kann auch so machen, Leute, so sieht auch cool, Leute. So, und deswegen, ich mache ein Geschirrtu umhängen, nicht bei mir warm, bei mir kalt ist, sondern ich mache es,
weiter mein Leben, ich weiß, was mein Hobby ist, ja. Seit ich 7 Jahre alt bin, ja, hänge ich mir immer Handtücher um, Leute, ja. Seit ich 7 Jahre alt bin, habe ich angefangen, Geschirrtücher um Handtücher umhängen, ja. Ich habe überall Hand umhängen gehabt oder Geschirrtücher. In der Schule habe ich umhängen gehabt, ja. Hier bei der Arbeit habe ich umhängen gehabt, ja, bei den Ärzten, bei Einkaufen, bei Shoppen, ja. Überall, wo ich war, habe ich immer ein Handtuch oder ein Geschirrtuch über die Schulter gehabt, Leute. Ja? Das heißt, ich mag auch, wenn ich mit Handtuch überall hingehe. Auch bei Fahrradfahren habe ich die Umhänge gehabt. Ja? Bei Freunden zu Hause habe ich die Umhänge gehabt. Ja? Und ich habe auch bei Passierengehen habe ich Umhänge gehabt. Bei dem TikTok-Video, bei dem Instagram-Post habe ich Umhänge gehabt. Auch hier am Bett habe ich Umhänge gehabt. Ja? Egal wo ich hingehe, habe ich mein Handtuch immer dabei, Leute. Ja? So. Und deswegen, ich finde, ich soll öfter mal die Zensur, Leute. Ja? Und ich fühle mich einfach wohl, Leute. Ja? Weil jeder hat seine eigene Ding, Leute. Jeder soll das machen, was einem gefällt, ja. Es gibt Leute, die mögen Handtaschen, es gibt Leute, die mögen Kuscheltiere, Dogtiere, es gibt Leute, die mögen Fernsehschauen, es gibt Leute, die mögen schwimmen gehen, es gibt Leute, die mögen Fahrradfahren. Und so ist halt bei mir halt, ja. Ich liebe einfach ein Handtuch oder ein Schild über die Schulter legen, ja. So, und deswegen, jeder hat seine eigene Mitglied, Leute. Ihr sollt selber wissen, was er machen will, ja. Die Leute lieben Musik, es gibt Leute, die spielen Gitarre, ja. Jeder hat sein eigenes Hobby und eine eigene Tattoo, Leute. Ja. Allein, ich gebe mal Zeit, Leute. Das ist mega gut, Leute. Ja. Also, ich bin mal gespannt, wie ihr darauf reagiert, ja. Und was ihr sagt, dass ich ein Geschirr umhängen habe. Wenn ihr mal bei eurer Farm habt, Vorschläge habt, könnt ihr mal gerne mal in die Kommentare schreiben. So. Kann man mir ein paar Themen, ich bleibe mal die Frage, welche Geschirrtücher haben wir um? Die Antwort ist dabei, der ist voll egal, Hauptsache ich habe mal über Schulter, Leute. Ja. Ich kann sowas sein, es kann ein Malgeschirrtuch sein, es kann ein Leimgeschirrtuch sein, ja. All die Farbe und die Form und die Mutter ist mir voll egal, ja. Aber Hauptsache, ich habe immer über die Schulter, ja, damit ich mich gut fühle, ja. Und wie ich sage, Leute, ich mag das nicht, weil mir warm ist, weil mir kalt ist, ja. Sondern das mag ich, weil mir gefällt, Leute. Ja, deswegen, jeder soll das machen, was einem gefällt, was einem gut tut, ja. Soll jeder sein Hobby machen, was einem gefällt, ja. Oder es gibt Leute, die mögen tanzen, ja. Jeder sein eigenes Ding, Leute. So, und deswegen finde ich, solche öfter machen, ja. Um allein das ihr mal so gerne. Allein wenn ihr Geschirr so anfasst, allein das Gefühl finde ich sehr cool. Ja? Allein wenn ihr so dir und Foto macht, sieht ihr mega cool, Leute. Ja? So. Und deswegen, ich finde den Ugel-Leben, Leute. Ja? Weil es gibt nicht besseres, als mal ein Handtuch, das Geschirr über die Schulter hat. Ja? Um so Sache keiner von mir, ja. Nur ich bin der Einzige, der ein Geschirrtuch oder ein Handtuch umhängen hat, Leute. Ja. Deswegen habe ich immer ein Gefühl, ja. Ja, das macht mir auch Glück ist, ja, dass ich ein Handtuch oder ein Geschirrtuch umhängen habe. Ja. Und deswegen finde ich es so besser und immer auch so weiter, Leute. Das heißt,
Egal wie alt ich werde, egal ob jung oder alt, ich werde immer weiter über die Schulter legen, ja. Und ich werde auch niemals aufhören, Leute. Gell, ich werde alles Wichtige, Leute. Ja. Und man, weil ich auch muss erwähnen muss, Leute, als ich immer mit einem Handtuch oder einen geschirrten Umhänger habe, ja, rede ich von den Leuten, von meiner Mutter, von meiner Tante, von meiner Oma, von meinem Freunde, von meinem Vater, alle, was für mich da sind, rede ich so über Feedback, Leute. Zum Beispiel, ich habe mal einen Handtuch Umhänger gehabt, ja, und mein Freund von mir reingekommen, der hat mir den mal oben gegeben und der hat gesagt, oh, Handtuch Umhänger, ja. Also ich kriege immer so Feedback, als ich für mich den U-Garten Handtuch Umhänger habe, ja. Und wenn ich auf Facebook was poste, da ich so ein Geschirrtuch oder ein Handtuch Umhänger habe, kriege ich so über Feedback, Leute, ja. Das heißt, ich krieg so viele Likes, so viele Kommentare, ja. Der macht mich unheimlich glücklich, Leute. Ja. So. Und deswegen, ich finde, ich sollte öfter machen, Leute. Ja. Weil die Schildumhänge und die Handumhänge sind mir auch sehr wichtig, Leute. Ja. Und das heißt, egal was die anderen sagen, ich werde weitermachen, weiter durchführen. Ja, und egal ob der eine passt oder mir passt, Leute, ich werde immer weitermachen. Und die Schildumhänge und Handumhänge in meinem Herz, Leute, ja, in meinem Kopf bleibt er auch drin, Leute, ja. Aber es gibt auch Sachen, die ich im Gut führen, Leute, halt. Egal ob ihr einen Handumhänge habt, die Schildumhänge habt, muss ich trotzdem an die Regeln halten, ja? So, muss an die Regeln halten, heißt, an die Gesetze halten, Leute, ja? So, ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr gefingert, ob ihr wieder auf einem habt, könnt ihr mal gerne mal in die Kommentare schreiben, aber die vor mir muss ich wieder beenden, muss euch mal eines sagen, Leute, ja? Eine Sache muss ich euch sagen, ja, ich habe mir noch nie gesagt, Leute, super, jetzt haltet euch fest, Leute, ich spamme euch, nehmt euch was trinken, nehmt euch was essen, legt euch zurück, legt euch im Bett, und mit euren Küchengeld, küsst euch ein, weil jetzt wird Spam, Leute, jetzt packt mal auf, super, also, als ich einen Handumhänger habe, ja, und ich bin im Hockenheim passieren gegangen, Leute, ja. Und als ich im Neubau, also glaub, die Fahrschule ist, also, glaube ich, immer passieren gehe, aber ich werde euch mal zeigen, Leute, als ich da passieren gegangen bin, aber da habe ich keinen Schildumhänger gehabt, sondern einen Handumhänger gehabt, so über Schulter, maybe. So, als ich den Weg vorbeigelaufen bin, war ein hübsches Mädchen, Leute, ja, eine schöne Frau, und die war genau in meinem Alter, auch 20, 21, Leute, ja, aber in dem Fall war sie 19 Jahre alt, war sie, ja, und die fand ich, dass ich einen Handumhänger habe. Als ich bei ihr vorbeigelaufen bin, hat sie gesagt, oh, der Handumhänger, da bin ich ganz schön neidisch, ja. Ja, auch von mir ein Foto gemacht. Ich sah mit der Hand so cool aus, ja, dass die von mir ein Foto machen wollte, ja. Ich war einfach so gesessen, ja, ganz mal auf Handy geschaut, ja. Dann hat die heimlich hier ganz hoch gemacht, Klick, so hat die immer, so heimlich von mir ein Foto. So, jetzt halte euch fest, Leute, ich hab zu ihr so ein Feedback bekommen, ich hab dir meinen Daumen oben gegeben, ich hab mich angelächelt. Ja? So. Und die hat mich da meine Mama gefragt, Leute. Ja? Weil die wissen wollte,
ob ich mehr Handumhänge habe. Ja? So. Und in dem Moment dachte ich, okay, war ich jetzt los, bin ich berühmt geworden, ja, bin ich weltbekannt, ja? So. Aber ich habe immer Akustik gehört, ja, bei meinem Gehörgerät habe ich immer Akustik gehört, ja, mein Vater, ja, der mit mir passieren gegangen, ich habe mir gesagt, da ich eben bekannt geworden bin, da ich fit bekommen habe, da ich eben begrüßt worden bin. So, da bin ich wieder zurückgelaufen, ja. Die Frau war leider so ein Weltläufer, ich wollte immer mal fragen, ja. Aber was ich fragen wollte, ist, ich wollte fragen, ob sie für mich ein Lied vorsingen kann, Leute. Ja? Ich wollte ihr fragen, ja? Ich wollte sie fragen, ob ich für sie oder mit ihr ein Bild machen kann, Leute. Aber mir war es so unangenehm, ja, dass ich einfach weitergelaufen bin, Leute. Ja? Das heißt, ich wollte ihr fragen, ja, ob mir überhaupt kennen. Das heißt, ich habe mit Lied singen zu tun, sondern ich war mit Uran Palmis. Aber ich wollte sie fragen, ob mir um kennen, also mein Papa übrigens gefragt, ja. Also ich war mit meiner Frage, sondern mein Papa war seine Frage. So. Dann sind wir wieder im Auto gegangen, sind wir weitergefahren. So. Dann sind wir am Hochheimring angehalten, das heißt, wir waren am Hochheimring. Ich weiß nicht, am meisten Zuschauer von mir, mit ja, ich weiß nicht, wo ihr wohnt, auf welche Stadt ihr kommt, ja. Weil die meisten Zuschauer kommen aus dem Großdecken und ich weiß nicht, ob ihr die Hochheimring kennt, Leute. Das sind immer Rennstrecken, das sind immer Autorennen, zum Beispiel Formel 1, Wettkämpfer, TGM, ja. Und da ist so ein Parkplatz, Leute, ein Riesenparkplatz, ja. Und da haben wir auch Fotos gemacht, Leute. So. Und als ich ausgestiegen bin und ein Video gedreht habe, ich weiß nicht, ob ich da mal ein Video gedreht habe, oder ob ich da ein Bild gemacht habe. Aber ich gehe darum, ich habe da ein Bild gemacht, Leute. Und da habe ich gesehen, dass das Bild sehr gut geworden ist, Leute. Weil die Handy, die wir hatten, hat so gute Kamera gehabt. Das geschieht du. Also ich habe da eine Hand umhängen gehabt. Und da hat die Hand so schmal, ja, dass die Hand unsichtbar ist, Leute. Das heißt, die Hand hat die Leute, ja. Und ich habe dann einen Kommentar bekommen. Aber das Bild habe ich wieder gelöscht, Leute. Ja, weil ich da ein bisschen Probleme hatte, ja. Aber das hat mit mir euch mit tun, sondern das hat mit mir Rebat was zu tun, Leute. So. Und jetzt wollt ihr einfach mal sehen, Leute. Ja. So, Leute. Ich würde mal sagen, ich bin okay sehr lange, Leute. Ihr könnt mal gerne mal euer Feedback und eure Fragen, Vorschläge mal in die Kommentare schreiben, was ihr so haltet. Und vor allem schreibt mal in die Kommentare, wie euch wie gefallen habt und wie ihr gefunden habt, wie die Schildumhänge hatte. Wie ich sag, bei den Beschreibungen in meinem Instagram-Kanal, ist er. Und konkret, mein Bilder, kriegt ihr den Beschreibung in meinem TikTok-Kanal, ist es. Und konkret, mein Bild. Wir tanzen, ne, aber gar nicht bei mir, kommt ihr gerne bei Marco, wenn ihr einen hohen Namen habt, wenn ihr gerne mit getan habt, hohe gebt mal nach, Leute, die Daumen mal oben, wenn ihr euch gefallen habt, dann würde ich sagen, haut rein und bis demnächst, euer Biber.